der Regierung aufnehmen. Zudem gab es am 12. September 2012 eine Anhörung zum Thema Organraub vor dem US-Senat. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Können Sie uns sagen, um was es bei Ihnen geht? Wir sind hier, weil Falun Gong oder Falun Dafa in China von der Regierung aufs Schärfste verfolgt werden. Ist das eine Religion oder ein Verein? Nein, das ist keine Religion. Das ist eine Meditationsübung und die ist in China sehr beliebt und wird seit 1999 verfolgt und Menschen werden ermordet und in Gefängnisse eingesperrt, gefoltert und sogar die Organe bei lebendigem Leib entnommen, um damit Geld zu machen. Aber Meditation ist eigentlich was Positives. Oh ja. Und für die chinesische Regierung ist es gefährlich. Ja, die kommunistische Regierung in China denkt, dass Falun Gong wie eine Art Konkurrenz ist gegen die Beliebtheit der Partei. Also war das 1999, als die Falun Gong von Jiang Zemin, das war der damalige Präsident, verboten wurde. Da gab es mehr Falun Gong Praktizierende als Mitglieder in der Partei. Das war der Auslöser von dem Verbot. Ja, dann vielen Dank. Und Sie, glaube ich, sind jede Woche hier? Ja, wir sind eigentlich jede Woche hier. Ja. Aha, dann kann man den Leuten auch sagen, dass sie immer am Donnerstag hier gegenüber der chinesischen Botschaft, dass sie am Donnerstag hier immer da sind. Und wenn sie jemand näher informieren will, kann er mit ihnen sprechen oder auch irgendwelche Informationsschriften mitnehmen. Genau, wir haben auch Flyer da und man kann hier auch eine Petition unterzeichnen, dass man gegen den Organraub sich austritt. Okay, dann vielen Dank. Danke. Verleumdet und schlecht gemacht. Die Falun Gong-Lernenden werden willkürlich entführt und verhaftet. Sie dürfen beliebig gefoltert und getötet werden und gelten für das kommunistische Regime nur mehr bedingt als Menschen. Der Organraub an Lebenden gehört zu den Hauptmethoden der Verfolgung von Falun Gong in China. Von Ende 1999 bis Mai 2006 hielt die Zentrale Militärkommission der Kommunistischen Partei 6 Tagungen, um sich mit Falun Gong zu befassen. So wie es Jiang Zemin, der damalige Leiter der Zentralen Militärkommission, befahl, begann das Militär Falun Gong physisch zu eliminieren. Seit damals startete jede Ebene in der Armee unter Leitung des Logistikministeriums der Kommunistischen Partei den Organraub. Nach vorsichtigen Schätzungen befinden sich derzeit rund 1 Million Falun Gong-Praktizierende in Haft. Wegen der Völkermordpolitik gegen Falun Gong greift die Kommunistische Partei Chinas auf diese Menschen in Gefängnissen, Gehirnwäscheeinrichtungen, Umerziehungslager und Zwangsarbeitslagern zurück. An den Praktizierenden werden ausführliche ärztliche Untersuchungen sowie Bluttests durchgeführt. Haftinsassen berichten, dass viele nach diesen Untersuchungen für immer verschwanden. Sollten die Ergebnisse aus den Untersuchungen zufriedenstellen, setzt das Zentrale Logistikministerium der Kommunistischen Partei das Militär und Spezialeinheiten der Polizei ein.